Jetzt wird's ernst, Leute. Jetzt wird's sehr interessant. Bisschen vorbereitet. Ein bisschen nochmal speichern. Gucken wir mal. Du hast die rote Kette mitgebracht? Hab ich. Nur du kannst jetzt noch diesem merkwürdigen Treiben auf den Gipfel ein Ende setzen. Der Schatten eines Pokémon, der hinter dem Riss gesehen wurde. Ich denke, das könnte das ehrwürdige Sinnoh sein. Aber Expeditionsleiter Denboku lässt uns nicht zu ihm. Okay. Versuche Expeditionsleiter Denboku am Gipfel des Kraterbergs seinen Plan auszureden. Dann stapfe ich mal hoch. Ich lasse jetzt mal meine Cam kurz weg, weil ich glaube, da passiert gleich was. Denboku, hören Sie auf damit! Sie wissen ja nicht, was Sie hier tun! Oh. Okay, einfach so eine Rüstung auf einmal. Ah, du bist es. So like Samurai-like, oder? In die Richtung. Man sagte mir, die rote Kette solle dazu in der Lage sein, Welten zu binden. Wie soll ich das verstehen? Soll sie die Welten festbinden, sie sichern? Und dadurch wird unsere Welt bewahrt? Hand aufs Herz, das soll ich glauben? Bitte, vertrauen Sie mir, bitte. Denboku. Du blöde Kuh. Was? Glaubst du etwa, die rote Kette ist ein Trick, mit dem dich Gecko hereinlegen will? Ich habe selbst gesehen, wie er die Prüfung der drei Pokémon der Seen bestritten hat. Wenn das geschauspielert war, fresse ich einen Besen. Mag schon sein. Doch was ist, wenn ich einfach blindlings darauf vertraue und es zur Katastrophe kommt? Wie soll ich den Leuten der Galaktik-Expedition denn jemals wieder unter die Augen treten? Dann arbeite mit uns zusammen. Wenn etwas schief geht, werde ich den Kopf dafür hinhalten. In Ordnung, ist ja schon gut. Dann wird eben ein Kräftemessen darüber entscheiden, wie es weitergeht. Du gegen mich, der Stärkere siegt. Okay, das war ja klar. Wohlan, Gecko, stell dich mir mit deinen Pokémon entgegen. Heute geht es um alles. Okay. Klingt nach einem Deal. Denboku von der Galaktik-Expedition fordert dich heraus. 4 Pokémon. Okay. Na dann. Sneebel ist natürlich eine ganz tolle... Toll. Bitte greif dich als erstes an. Ja gut, dann ja. Damit bin ich fein. Im Kampf. Aura schwingen. Aua? Wohl eher Aua schwingen. Was soll denn das immer? Meine Fresse. Hier rotzt alles so rein. Ja, dann Dark. Ja, ja, komm. Oh, immer dieses 5000 Mal hintereinander dran sein, Euder. Und dann kann ich nicht mal eine Runde gewinnen. Ach, leck mich, Donnerzahn, los jetzt. Ja, mindestens das. Jetzt bin ich wegen dem Scheiß fast schon down. Kriegt nicht mal sein erstes Pokémon gerotzt, weil er 500 Mal angreift. Steinhagel. Aber Level 61 ist auch ordentlich. Aber wir sind ja jetzt auch nur noch straightforward der Story gefolgt. Wir haben ja gar nichts mehr gemacht in der Welt so. Wir haben gar nicht mehr trainiert und nichts. Natürlich ist er dran. Natürlich Pferdestärke. Die setzen immer sehr effektive Attacken ein. Ist zwar cool, aber es ist scheiße. Oh, meine Herren. Oh, ich bin zweimal dran. Das ist das Problem. Wird schon schief gehen. Ich hätte es nicht tun sollen. Hä? Was?
Das hatten wir auch noch nie gesehen. Was ist denn da los? Toll. Ja, wir sterben gerade nur ein bisschen, ne? Hey. Oh nein. Ja, aber er ist jetzt noch mal dran. Ja. Boah, Mann, die kämpfen ja viel zu schlau. Oder wir werden alle sterben. Ja. So true. Ich muss es wegsemmeln. Da muss ich mich ja richtig reinhängen jetzt. Sehr unerwartet alles. Du bist doch ein Stück Scheiße jetzt! Gib alles. Gib alles. Scheiße. Oh mein Gott, bist du behindert im Kopf? Ja, mein letztes Pokémon. Toll. Ich muss erstmal alles wiederbeleben jetzt. Hallo, Dark. Ja. Wir sind hier gerade so ziemlich am Finale, so langsam. Pferdestärke. Ja. Bin zweimal dran. Kein Risiko. Genau so. Okay. Und ein Pixie. Ah ja. Kann keine Runde gewinnen. Zweimal. Schwertanz. Ne, die ist verloren. 100. Meine Defense ist eh unten. Na gut. Ja, Mann, perfekt. Sehr schön. Das war's. Sollten Pokémon eine Gefahr für unser Leben darstellen, müssen wir sie beseitigen. Bist du blöd? Sag mal, gehen jetzt irgendwie alle Alerts nicht mehr? Cool. Ist da irgendwas deaktiviert oder so? Nee. Alertbox, bla. Aber die gehen ja scheinbar alle nicht mehr. Die Sounds. Was ist denn da jetzt kaputt? Okay.
Okay. Scheiße. Okay, weiter geht's aber. Pokémon und einfach. Wie Pokémon und einfach? Hä? Wie Pokémon und einfach? Ich finde Trainerkämpfe irgendwie fehl am Platz in dem Spiel. Wieso denn das? Wieso denn das? Das ist ja genau in der Zeit, wo das halt, wo die Pokébälle und so ja erfunden wurden. Also eigentlich passt schon irgendwo. Nur ist es dann fehl am Platz, wenn die anderen daherkommen, die eigentlich keine Bälle haben, wo die Pokémon dann einfach aus nichts kommen und dann sagen, hier, wir kämpfen jetzt. Dann ist es irgendwie fehl am Platz. Dann ist es einfach nur, hä, wie denn? Einfach weil Werte nichts aussagen. Das Kampfsystem ist einfach zu wonky. Was bedeutet das Wort? Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber ja, das Kampfsystem, das ist eben nochmal was anderes. Die Kämpfe passen hier schon rein, aber das Kampfsystem ist im Arsch. Das ist einfach broken irgendwie hier. Das ist nicht so cool. Ja. Das ist richtig. Naja. Jetzt sehen wir weiter. Eine Stärke, die alles in den Schatten stellt. Oh lol. Ach krass. Gecko, es kam, wie es kommen musste. Ich hab dir Unrecht getan, bitte vergib mir, ich war blind. Denboku. Das hätte ich wohl viel früher fragen sollen, doch würdest du deine Kraft zum Wohle der Galaktik-Expedition einsetzen? Mehr noch, zum Wohle der Elysianer und der Pokémon in ganz Hisui. Nur keine Sorge, Denboku, mit der roten Kette sollten wir alles in den Griff kriegen. Hoffentlich. Na dann. Das war das? Hey, cool! Haben wir geschafft? Den Kampf gegen Denboku. Und alle sind weg? Hä? Wo sind denn jetzt alle? Ich speichere dann mal. Dann gehen wir mal hoch. Alle weg. Sind alle Römer weg? Jetzt sind wir ja wieder hier. Moment, wir sind ja einfach nur wieder runtergelatscht quasi. Sind trotzdem alle weg. Wer seid ihr eigentlich überhaupt? Ach, Belila und so. Der Expeditionsleiter ist in den Tempel gegangen, aber ich glaube nicht, dass wir wirklich etwas ausrichten können, wie er ist in den Tempel gegangen. Hä? Ich spüre eine überwältigende Kraft. Damit kann es doch kein Mensch aufnehmen. Bin ja auch kein Mensch. Offenbar hält sich auf der anderen Seite des Risses im Raum Zeitgefüge ein Wesen auf, das nicht mal Notiz von uns nimmt. Aha. Wieso auch denn Notizen? Es wird keinen Notizblock bei sich haben und schreibt hier alles auf. Ih, das Giftgrüne hier überall. So unpassend hässlich. Oh, die Wächter. Alle, damit hier Axant. Ah, das ist ja interessant. Ah, da vorne sind sie ja alle. Nichts gegen giftgrüne Farbe. Ja, aber das ist ja mal des Todes unpassend, schon die ganze Zeit einfach. Warum dieser komische giftgrüne Nebel? Das ist die Speersäule in ganz, nicht wahr? Voll cool. Endlich. Die Speersäule. So sehen wir sie in Gänze. In Gänze. Was ist denn das da? Moment, was? Ist die Bunne? Warschock? Ach, Arktilas soll das sein, um Gottes Willen, so klein und so. Und da Arceus. Spannend, steht auch was drauf? Ja! Diese Statue stellt eines der 10 Pokémon dar, die einst dem Helden der Vorzeit folgten. Gibt's hier noch mehr zu sehen? Ich weiß es nicht. Oh cool, Alpha-Wende. Toll. Hier geht es nicht weiter. Hä? Was soll das denn jetzt? Aha. Tja, Spiel vorbei. Ja, hier geht's nicht weiter jetzt.
Die Handlung geht hier nicht weiter, ist vorbei jetzt. Okay, lass mal sehen. Oh cool, ich muss mit euch reden, jetzt nicht mehr. Es ist Zeit für den Einsatz der roten Kette. Wartet. Ich höre da so eine Stimme in meinem Kopf. Nein, ich fühle sie. Oh. Die rote Kette, es ist vollbracht. Komm und versuche mich zu fangen, Menschenkind. Ja, was faselst du da? Wir sollen dich fangen? Ja. Jetzt werfen wir einfach mal ein paar Pokebälle auf ihn, ja? Das ehrwürdige Sinn, ich glaube, es spricht zu mir. Über dich. Die rote Kette, es ist vollbracht. Komm und versuch mich zu fangen, Menschenkind. Wiederhol dich doch einfach nochmal. Hä? Wappne dich für den unweigerlichen Kampf. Hier nimm. Hä? Hier nimm. 10 Hyperbälle. Danke. Bitte mehr davon. Okay, jetzt wird's interessant. Dialga. Los, Sneebel, klar, Sneebel. Die rote Kette ist gerade kaputt gegangen, oder? Was war denn das gerade? Dialga. Herrscher der Zeit. Schön. Nee, ich kämpfe viel lieber gegen Dialga als gegen Palk, ja. Oh, Dialga, ich liebe es. Ja gut, dann wollen wir mal gucken, wie wir jetzt auf die Fresse kriegen. Kann ich eine Runde gewinnen? Nein, Schwerttanz. Oh, das ist schon cool. Hat schon so Pokémon-Diamant-Vibes gerade. Wir sind tot. Ach du Scheiße. Die Musik ist nice. Ich kann ihm gar nichts... Oh Gott, wie soll ich denn hier jemals irgendwas anrichten? Okay. Hä? Dreht sich einfach... Hat es mir gerade den Arsch gezeigt? Was war das denn? Hast du eigentlich die Kiesel und so verwendet? Und die Kiesel? Nein. Traumhaft. Das ist toll, wenn meine Attacken daneben gehen. Das ist traumhaft. Das ist richtig toll dann. Ja, cool. Ja. Ein Träumchen. Echt keine Leistungsatoms benutzt? Nee. Oh, das war Zeitenlärm, oder? So wie du, aber auch nie die, hier, Schwesterherz. Du hast ja gemeint, du hast nie Tempo- und Krafttechnik genutzt. Letztes Mal meintest du das zumindest. Ich habe halt diese Leistungs-Items nie genutzt. Ich nutze die sowieso so selten. Das ist ja sowas wie X-Angriff und so ein Scheiß. Die habe ich auch nie genutzt. Ich nutze das einfach nicht. Also, ey. Aber so halt jedem so das Seine. Musik ist schön. Ja, Donnerzahn. Kiesel sind permanent. Ich weiß nicht mal, was für Kiesel du meinst, ganz ehrlich. Ich bin tot, übrigens. Ach,
Leistungskiesel, die, wo die Leistungen hochdrehen. Ich habe die noch nicht mal irgendwo gesehen, ehrlich gesagt. Kann das, also, weiß ich nicht, kommen die vielleicht erst nach der Story? Ich kenne die nicht mal, ich habe die irgendwie nicht mal irgendwo, habe ich die irgendwo nicht, dass ich wüsste. Kann sein, dass man erst Stufe 5 oder 6 haben muss. Ja, dann wenn, dann 6. Ich bin schon 5. Das kann natürlich auch sein, ja. Ich muss mich jetzt eigentlich auf den Kampf konzentrieren. Moment. Ja, ganz einfach ein Gott. Ja, natürlich. Das ist es halt. Boah, das ist doch scheiße jetzt. Ich kann es halt versuchen, einfach schon zu fangen. Ich bin eh im Arsch. Ach so, hä? Tada! Hä? First try. Was? Okay. Okay. Ja. Ja. Soll das so? Weil... Was? Was ist das denn? Oh nein, wie gefährlich. Wow. Ja, das trifft's ganz gut. Er hat es. Ich habe es. Krass. Ja, dann. Meins. Hä? Damit wäre die rote Kette wohl hinüber. Wir schulden dem Pokémon der drei Seen Dank für ihre Hilfe. Amazing. Einfach unglaublich, Gecko. Ja. Ich habe genau beobachtet, wie du gekämpft und es gefangen hast. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, du bist der ganze Stolz des Forschungstrupps. Oh ja, es ist mir eine große Ehre, seine Mentorin zu sein. Ja. War schon wieder das ehrwürdige... Nein, Diaga, ich kann es zu mir sprechen fühlen. Wie denn? Er riss in Raum und Zeit immense Kraftquelle hervor. Mein Gegenstück in Rage, es naht. Palkia. Kämpfe an meiner Seite, Menschenkind. Ein Gegenstück? Aber die rote Kette ist doch zerbrochen. Nicht mal Gecko könnte es jetzt erneut mit einem so mächtigen Pokémon aufnehmen. Ich hab jetzt Dialga, Entschuldigung. Oh. Palkia. Herrscher des Raumes. Nice. Oh, diese epische Auftritte legendärer Pokémon. Fantastisch. Kia, was? Ich finde Palkia schon auch sehr schick. Ja, schon, aber Dialga ist schon schicker, finde ich. Wir müssen von ihr abhauen, und zwar schnell, bevor es zu einem Kampf mit dem anderen ehrwürdigen Sinnoh kommt. Los, Rückzug, wir kehren zur Gipfelbasis zurück. Gipfel? Aber wir können doch nicht einfach davonlaufen. Seid ihr total hirnverbrannt? Wenn wir hier draufgehen, ist niemandem geholfen. Das gleiche gilt auch für dich. Zieh dich zurück, aber Dalli! Okay, okay. Hey, chill your nuggets. Na gut. Was für eine überwältigende Kraft. An dir kann jeder Forschungsversuch ja nur scheitern. Dass du dich überhaupt auf den Beinen halten konntest, ist wirklich beeindruckend, Gecko. Diese Energie, die aus dem Riss strömt. Ist dieselbe, die in Form der seltsamen Blitze die Könige und Königinnen in Rage versetzt hat? Ich hätte ja im Leben nicht gedacht, dass zwei ehrwürdige Sinne zugleich existieren könnten. So behalten am Ende wohl beide Clans recht. Ich muss mich bei euch entschuldigen. Diam und Perla, es tut mir leid. Ihr hättet recht damit, Gecko euer volles Vertrauen zu schenken. Womit wir bei dir wären. Meine Selbstgerechtigkeit hat mich dazu verleitet, dich aus der Expedition zu verstoßen. So habe ich die ungeheure Mühsal aufgebürdet. Und trotzdem gibt es... gibst du weiterhin alles, um Hesio und all seine Bewohner zu retten? Ja. Ich würde gern Palkia herausfordern, ich brenne darauf. Naja, irgendjemand musste ja etwas wegen des Risses im Raumzeitgefüge unternehmen. Und wir verstehen natürlich, dass auch du Gründe für dein Handeln hattest, Denboku. Ich stehe ja nur ungern, Boss, aber sollten wir uns nicht wieder mit dem Sinnoh-Tempel befassen? Das lobe ich mir. Statt sich in Vergangenem zu ergehen, sind sie geistig stets im Hier und Jetzt. Ein waschechter Wissenschaftler eben.
Einer von der verlässlichen Sorte, wohl wahr. Mir scheint fast, als hätte Gecko einen guten Einfluss auf uns alle gehabt. Ja, wir hatten wirklich Glück. Ohne dich hätten wir diese Katastrophe niemals abwenden können. Glück? Wovon redest du da, du Tölpel? Die rote Kette ist kaputt, nennst du das etwa Glück? Wie soll er denn jetzt kämpfen? Ruhig, Blut, das ehrwürdige Dialga hat mir das alles erklärt. Ich habe nun den vollen Durchblick. Dialga? Sprichst du etwa von dem Pokémon von vorhin? Ja, so heißt es wohl. Das hat es mir zusammen mit Folgendem verraten. Das Mineral allen Ursprungs. Die Kette leuchtend rot. Das Gefäß aus Menschenhand. Vereine alle drei und dem Chaos, das den Raum durchdringt, sei Einhalt geboten. Wir sollen uns außerdem gemeinsam mit dem ehrwürdigen Dialga zum Tempel begeben. Also, die rote Kette haben wir schon mal. Die ist doch zersprungen, die haben wir nicht. Oder wenigstens das, von was von ihr übrig ist. Dankeschön. Ich habe die Teile aufgesammelt. Das Gefäß aus Menschenhand, könnte es sich womöglich um einen Pokéball handeln? Oh ja. Das sind alle Informationen, die wir dazu haben. Ich wüsste echt gern, was es mit diesem Mineral auf sich hat. Vielleicht weiß Topin ja Rat. Wenn sich jemand mit Mineralien auskennt, dann er. In Sachen Bergbau hat er Erfahrung. Gut, dann darf man ja noch hoffen. Wie sieht es mit Ihnen aus, Professor? Haben Sie eine Vermutung, wie das Mineral angeht? Was? Was das Mineral angeht, Entschuldigung. Die habe ich tatsächlich. Gecko. Auf den Tafeln, die du von Damityr und den anderen Pokémon erhalten hast, befinden sich laut Wollo Botschaften. Dürfte ich wohl einen Blick auf sie werfen? Klar, hier. Na, Volltreffer, in die Erdtafel sind folgende Worte gemeißelt. Bei der Geburt des Universums entstand aus dessen Splittern diese Tafel. Vielleicht hilft uns dieser Hinweis weiter. Und was soll das bedeuten? Wir suchen einfach nach einem Mineral, dessen Beschaffenheit mit dieser Tafel vergleichbar ist. Wenn ich mich recht entsinne, hat Wollo Topin bereits darum gebeten, auch schon nach einem solchen Mineral zu halten. Oh, jetzt wo Sie es sagen, Wollo hat sich auch in der Diamantsiedlung eifrig nach den Tafeln erkundigt. Klingt ja wirklich vielversprechend. Dann wollen wir mal nach dem Mineral des Ursprungs suchen. Aber dieser Name klingt so umständlich. Von nun an soll es Urerz heißen. Urerz! Urerz! Das Gegenstück. Nein, jetzt müssen wir auch noch irgendwas suchen. Was ist das denn? Perla, können wir in dieser Sache auf deine Hilfe zählen? Selbstverständlich, ich werde Topin sofort zur Gipfelbasis beordern. Aha. Jetzt müssen wir... Okay. Tsubaki? Eine halbe Ewigkeit habe ich gewartet und doch keine Einladung bekommen. Wer gelacht, dachte ich mir, also bin ich selbst angetanzt hier. Die haben zur Wiedergutmachung rückst du jetzt mal besser eine Aufgabe für mich raus. Sicherlich könnt ihr meine Hilfe gut gebrauchen. Tsubaki, kannst du deinen Anführer nicht einmal mit Respekt behandeln? Na schön, allerliebster Herr Anführer, wärst du so gnädig, auch mir eine Aufgabe teilwerden zu lassen? Besser so. Dann kümmere dich um deine Mitmenschen. Die anderen Wächter sehen doch auch nach ihren Königen und Königinnen und helfen den Bewohnern unserer Siedlung Ruhe zu bewahren. Brauchst du dafür wirklich einen Befehl von mir? Ach, die am selbst, du Dussel, wirst doch kapieren, wenn ich sage, jeder nach seinen eigenen Fasson. Oh, denn niemand aus der Galaktik-Expedition hat also doch Mumm in den Knochen. Aha. Und deswegen hat Onkel Tsubaki hier ein Leckerli für dich, na, wer war ein braver Junge? Was ist denn der so? Warum ist denn der so? Süßtrüffel. Dieser süße Pilz wird zur Herstellung verschiedener Items genutzt, er steckt voller mysteriöse Energie. Krass. Topin ist da! Topin! Ach, der scheußliche Hut passt genauso wenig zu dir wie die ach so wichtige Aufgabe, die dir anvertraut wurde. Das gefällt mir alles gar nicht. Hisuis Mineralien sind ein kostbarer Schatz. Ich habe das noch vor allen anderen festgestellt, also bin ich bestens für diese Aufgabe geeignet. Solltest du daran was auszusetzen haben, dreh dich gern mit Axanthor gegen dich und ein rundes Etwas da an. Ich glaub, es hakt. Machst du dich etwa über Elektrobar lustig? Vielleicht kriegst du so eine gewaltige Ladung Elektrizität ab, dass du dich nicht mehr rühren kannst. Und ein laufendes Hackeball gleich mit? Jetzt halt mal die Luft an, Tsubaki. Versuch doch zumindest mit dem Perlklein auszukommen. Die Lage ist äußerst ernst, kapiert? Also wirklich, Diam, weißt du eigentlich, was daheim los ist, seit das ehrwürdige Sinnoh oder die Heiliger oder was auch immer zu dir gesprochen hat? Du könntest deinen Kopf ruhig höher tragen. Topin, wärst du so freundlich? Mit Vergnügen. Dann werde ich euch nun zur urzeitlichen Höhle geleiten. Aha.
Wieso? Schnell noch Finale machen. Spiel so, nope. Ja, ich merk schon. Ich merk schon. Das Gegenstück begibt dich zu dem Ort, an dem das Urz abbauen kann. Okay, cool. Der Wahnsinn, Leute. Der Wahnsinn. Ja. Okay. Ich lieg in der Badewanne. Oh, und schau dir zu. Susio! Na dann. Erhol dich mal schön in der Badewanne. Aber ich glaube, dass ich jetzt nämlich auch selber Schluss mache, ganz ehrlich. Und abschütteln nicht vergessen, voll wichtig. Jetzt habe ich das hier rüber geballert. Egal. Ja. Weil ich kann jetzt langsam einfach auch nicht mehr. Das ist auch schon fast 9 und es tut auch meinem Hals jetzt so dauerhaft einfach nicht gut. Vielleicht ist es auch nur noch dieses Erz und dann so Palkia, so dies, das und so, aber egal, wir machen das einfach morgen oder sowas. Ganz ehrlich, wir haben es ja schon fast. Also von dem her. Genau. Bin ich mal so frei. Und entwickle, glaube ich, jetzt meinen Sneebel weiter oder auch nicht. Nee, keine Ahnung. Ich speichere jetzt hier. Tschüss. Einfach einen Jäger mit einem Hyperball gefangen. Voll witzig. Direkt First Try. Ich weiß nicht, ob das wirklich so sein sollte. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Cool auf jeden Fall. Mega random. Mega witzig. Ah. Ja, auf jeden Fall. Das war dann jetzt Legenden Arceus. Oh mein Gott. Wir sind sowas von am Finale, was sehr, sehr gut ist. Das heißt, das können wir dann dieses Wochenende, also irgendwie morgen, Samstag, hat dieses Wochenende, spielen wir den Käse hier durch. War jetzt schon cool. Ja, mit den Legenden hier so. Auftreten, Dialga und so immer. Sowieso schön episch immer mit den legendären Pokémon. War jetzt ganz cool soweit. Ja. Wir sehen uns dann aber eben ja, jetzt die Tage dann nochmal. Dann spielen wir da durch. So sieht's aus. Freue mich schon drauf. Ich hoffe, ihr euch auch. Und danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal zum großen Finale bei Legenden Arceus.